Lotti, was willst du trinken? Oh, das ist ja entzückend. Ja, weißt du, hast du sowas wie Apfelsaft oder sowas? Guck mal nach. Ich darf nämlich noch kein Alkohol, weißt du. Ich bin gerade dem Leben wieder zurückgegeben worden und das sagt vorläufig sich nicht besaufen. Gut, Apfelsaft. Apfelsaft. Wie du es wünschst. Danke dir. Du bist nicht mit der Harley Davidson heute gekommen. Du, noch nicht. Warte ab, das passiert sehr bald. Na, das ist mir vermasselt worden. Durch eine ganze. Ich war ja 3 Monate im Krankenhaus. Stell dir vor, 3 Monate. Und du bist dem Tod von der Schippe gesprungen. Aber das bin ich mir doch mal durch den TÜV gekommen, habe ich das gesagt. Ja. Und die Ärzte waren ja so froh, wie sie mich wieder los waren, weil wenn ich da drauf gegangen wäre, das wäre denen sehr peinlich gewesen. Mir natürlich auch. Warst du zu anstrengend für die Ärzte? Ja, also der Oberarzt, ein bezaubernder Arzt, sagte zu mir, ich habe mich bedankt hinterher, sie waren so wunderbar, sie waren so einmalig toll und hingebend. Und ich habe gesagt, ich bin so glücklich und ich bin ihnen so dankbar. Und da haben sie gesagt, ach, was heißt dankbar, hat er gesagt, Frau Huber, Sie wollten doch nur mal wissen, ob wir es auch wirklich können. Ist das nicht goldig? Aber du, das war keine leichte Sache. Die werden mich so leicht nicht vergessen. Das kann ich dir nur sagen. Du hast was mit der Galle gehabt? Ja, was hast du gehabt? Die ganze Galle ist weg. Ich hatte gar nicht gewusst. Ich hatte mir gedacht, das ist was mit dem Herzen, was mir so Übelkeit gibt. Aber es war die Galle. Und die war so kaputt, dass sie nicht mehr geheilt werden konnte. Die musste einfach raus. Und da sagte der bezaubernde Chirurg zu mir, Frau Huber, wollen Sie es auf die moderne Tour mit Laser, solchen Sachen, aber das ist sehr schwer fürs Herz, oder wollen Sie es auf die altmodische, konservative Tour? Und da habe ich gesagt, Herr Professor, Sie machen das jahrelang und da fragen Sie mich, was ich dazu sage. Ich sage, machen Sie, was Sie wollen. Und er hat es gemacht. Du siehst, ich bin hier. Der hat dich wieder hingekriegt. Er hat mich hingekriegt. Die haben mich alle hingekriegt. Alle hingekriegt. Die Narkose hat mich hingekriegt. Die Internisten. Alle waren sie. Und dann haben sie gesagt, das war der größte Witz. Dann haben sie sich bei mir bedankt und haben gesagt, Frau Huber, Sie haben sich wunderbar benommen. Wir sind Ihnen so dankbar. Da habe ich gesagt, warum seid ihr mir dankbar? Was habe ich gemacht? Ihr habt mir eine Narkose, die nicht von ohne war, eingepfiffen und habt ihr losgelegt. Was konnte ich da noch tun? Gar nichts. Du hast ziemlich spät mit deiner Karriere angefangen. Also, ja, mit Umständen entsprechend. Ja, du warst ja also verheiratet zweimal. Zweimal war ich verheiratet. Und worauf ich hinaus will, ist, dass du ja, sagen wir mal, relativ spät dann, vermute ich mal, die Lotti Huber geworden bist, die du jetzt bist. Oder, nein. Aber also so bekannt geworden bist, sag ich jetzt mal. Eigentlich erst nach dem Tod von deinem zweiten Mann. Bekannt werden ist ja noch lange nicht, dass man sich verändert. Die Leute kannten dich. Nee, so ja meinte ich jetzt auch nicht. Aber vorher warst du ja, sag ich jetzt mal, die Frau deines Mannes. Ja, und es war also ein sehr pompöser Mann. Das war ein ganz bezaubernd. Ich habe den sehr geliebt, weil es so ein Gegensatz von mir war. Es war ein englischer Colonel, also wie sagt man, ein englischer Oberst. Ja. Sehr formell, sehr versnobbt, entzückend. Für mich war das immer alles Theater. Und dann hat er so ein wildes Ding wie mich geheiratet. Da waren alle ganz schockiert. Aber er hat immer gesagt, in seiner bezaubernden englischen Art, for me, you are life. Na, welcher Mann sagt das schon zu seiner Frau? Ha? Du bist mit. Sagt man das bei euch auch, bei for me, you are life? Ich muss mal eine Umfrage machen. Du bist mit ihm von deiner letzten Station, also Zypern. Von Zypern von nach Zypern, Berlin gekommen? Nein, von Zypern, England und dann Berlin. Wieder, ja. Bist du wieder nach Deutschland gekommen? Ich bin gekommen nicht, 60, weil ich es wollte, sondern weil mein Mann karriereweise mit den Amerikanern etwas zu tun hatte. Und das war in Berlin. Und gegen meinen eigenen Wunsch, gegen mein eigenes Wollen, musste ich wieder zurück nach Berlin. Ich wollte gar nicht. Und jetzt bin ich so glücklich, weil ich diese Stadt über alles liebe. Und wer jemand sagt was gegen mein Berlin. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass, also sagen wir mal, erst der Tod deines zweiten Mannes irgendwie dann diesen Karriereschub dir gegeben hat. Ja, richtig. Ich war natürlich als Tänzerin ausgebildet
schon in Berlin damals. Mhm. Und ich war Wiegmann, Palucca, die ganz großen Namen. Und ich war dann in dem damaligen Palästina Meisterschülerin von Gertrud Kraus, einer ganz großen Tänzerin, Choreografin, die aus Wien gekommen war. Mhm. Und dann habe ich im Kabarett getanzt, sehr zum Entsetzen der guten Gesellschaft. Was ist hier gute Gesellschaft? Bertolt Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Mhm. Ich liebe meinen Mann immer noch, aber ich glaube, wenn er heute vor mir stehen würde, ich bin ich selber geworden, dadurch, dass ich alleine mich durchkämpfen das, musste. Das meine ich. Und das ist etwas Großartiges. Mhm. So schmerzlich aber es ist auch traurig. Es ist nicht nur traurig, es ist ein unglaublicher Schmerz und ein unglaublicher Kampf. Aber wenn du nicht kämpfen kannst und wenn du Schmerz nicht ertragen kannst, dann lebst du nicht. Ich würde gerne, dass du jetzt für mich den Song spielst und singst, vor allen Dingen, Was ist Liebe, ist von deiner neuen CD. Ich sag das jetzt mal einfach so. Ja, ich habe eine neue CD gemacht. Nachdem mein Mann gestorben ist, fing ich an, kreativ zu werden und habe mit Rosa von Braunheim auch gearbeitet und Filme gemacht und habe selber Geschichten geschrieben und Gedichte gemacht. Und dieses Gedicht allerdings ist von Erich Fried, den ich unheimlich liebe. Dieser geniale Dichter, der auch schon gestorben ist, ich glaube vor 4 Jahren, der es auch nicht beantworten konnte, aber bezaubernd nachgefragt hat. Und das Gedicht, das möchte ich dir jetzt vorsingen. Hm? Ja? Was ist Liebe? Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Kulle, es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Und ich habe die Antwort auch noch nicht gefunden. Aber ich habe sie bezaubernderweise erlebt. Und warum soll ich blöde Fragen stellen, wenn ich etwas so Wunderbares erlebt habe? Mitte der 60er Jahre bist du aus der Emigration wieder nach Deutschland gekommen, an der Seite von deinem Mann, der eben Offizier war, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Der war in Uniform vermutlich. Splitternackt war er nicht, trotzdem er splitternackt auch sehr hübsch. Ich frage das aus einem ganz bestimmten Grund. Warum, mein Schatz? Weil ich mir vorstelle, dass diese Uniform dir Sicherheit gegeben hat. Wenn du Unsinn, das ist ja sehr deutsch. Mir war das vollkommen wurscht, diese ganze Uniform und das ganze Militär war mir noch mehr wurscht. Na gut, aber du hast natürlich... Also es waren die Umstände, die uns zusammengebracht haben. Mein Mann war in Zypern, hat mein Buch gelesen, diese Zitrone hat doch viel Saft. Dann wirst du sehen, dass er der Provost Marshal, der Oberste der Militärpolizei in Zypern gewesen ist. Ich ein Lokal gehabt habe, gerade von meinem ersten Mann, ja. Auch ein Engländer, ja. Ein Entzückender übrigens. Aber er war, weißt du, also meine Mutter hat immer gesagt, meine Tochter hat die englische Krankheit. Der hat Frauen geliebt und hat gesagt, weißt du, ich liebe Frauen, aber dich liebe ich noch viel mehr. Aber du musst das verstehen. Ich brauche hin und wieder mal eine kleine Abwechslung. Lass uns mal auf deine zweite Ehe kommen und auf diesen Punkt, wie du nach Deutschland
wiedergekommen bist. Ja. Und ich will jetzt nicht auf den Punkt, was er in Zypern dargestellt hat, sondern was dein Gefühl war, als du nach Deutschland nach all der Zeit wiedergekommen bist. Schrecklich. Und schrecklich. Ich bin mit zusammen hochgezogenen Schultern verklemmt durch Berlin gegangen, durch die Tauentzienstraße, durch den Kudamm. Und dann habe ich gemerkt, und ich war ja auch ein Outsider, ich war ja Engländerin geworden, ich lebte in diesem Spandau, in dem englischen Milieu. Und dieses Berlin, was ich jetzt wieder erlebt habe, war für mich fremd und eigenartig und beängstigend. Und am liebsten wäre ich weggelaufen, aber ich konnte nicht, weil ich hätte die Karriere meines Mannes kaputt gemacht. Hatte dich an früher denn nicht auch noch viele erinnert? Ja, natürlich die Straßen. Aber weißt du, die Erinnerung, man selber entwickelt sich ja auch. Man wird ja auch erwachsen. Du kannst nicht stehen bleiben und kannst mit der Mentalität einer jungen Frau von 20, von 25 denken. Nee, ich meine konkret deine Angst, die du hattest, als du aus Deutschland emigriert bist. Nein. Hattest du denn dieses Gefühl der Angst nicht, als du wieder überhaupt nicht. Erstmal auf dem Bahnhof Zoo, nicht, wo ihr angekommen seid? Wir sind gar nicht mit dem Bahnhof Zoo angekommen. Mit dem Flugzeug gekommen. Mit dem Flugzeug angekommen. Ja, gut, aber dieses Gefühl wieder. Nein, aber das war ja vorbei. Es war ja vorbei. Es war eine ganz andere Zeit. Und du musst eine Sache bedenken. Damals, die Deutschen haben sich ja verbeugt vor den Engländern besonders, weil die Engländer noch am humansten sich benommen haben, den Deutschen gegenüber. Eine süße, entzückende Geschichte, muss ich dir erzählen. Die Engländer, mein Mann hat immer gesagt, wenn wir an der Siegessäule vorbeigefahren sind, die zum englischen Sektor gehört haben, siehst du, Liebling, die Franzosen wollten die Siegessäule mit nach Frankreich nehmen. Aber wir haben es verhindert, wir wollten das nicht. Und darauf habe ich mir gesagt, Liebling, davon bekommst du einen dicken Kuss und einen John Collins. Du hast dich also auch als Deutsche natürlich noch gefühlt, dann in diesem Moment. Ich habe, weißt du, ich nicht nur als Deutsche gefühlt. Erstmal ist das natürlich selbstverständlich, du kommst ja nicht von nowhere. Du hast ja Wurzeln. Ja, eben, auf diese Wurzeln will ich ja auch zu sprechen kommen. Aber es ist nicht nur das, weißt du, es ist nicht nur das, dass ich mich als Deutsche gefühlt habe. Ich habe mich als Mensch gefühlt. Tue ich immer noch. Und ich muss dir ehrlich sagen, und mit Gewalt und mit Hass, damit löst man nicht die Probleme. Ich habe nie ein Gefühl der Wollust, der Genugtuung gehabt, dass mein geliebtes Berlin, in dem ich so viel gelernt habe, in dem mein ganzes kulturelles Sein, Bewusstsein zum Leben erwacht worden ist, so kaputtgeschlagen ist. Durch die Dummheit der Menschen. Und du hattest auch es war doch mein geliebtes Berlin. Du hattest auch keine Angst vor Antisemitismus, als du wiedergekommen bist, Mitte der 60er Jahre. Überhaupt nicht, weil ich mit Menschen, die Antisemiten sahen, wahrscheinlich massenweise noch, überhaupt keinen Kontakt gehabt habe. Ich habe mit der Jugend Kontakt gehabt. Und zwar habe ich eine Schule aufgemacht, das fand ich ja toll. Schule der Damen, Schule der damals Mannequin, das war etwas sehr Anrüchiges. Eine Claudia Schiffer, die heute ein Riesenstar ist, wäre damals ein leichtes Mädchen gewesen. So hätte man das angesehen. Und die Jugend, die deutsche Jugend, die Berlinerin, die Jugend sind zu mir gekommen. Und woher kommst du, was bist du? Mit großen Augen haben sie mich angeguckt. Und dann habe ich ihnen meine Geschichte erzählt. Die sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mit offenem Mund haben die angehört, dass, was ich alles erlebt habe. Mhm. Und dass ich Jüdin war und dass ich mit ihnen so zusammen war. Ihre Eltern hatten sie ihnen natürlich auch nicht erzählt, was in dieser Stadt passiert ist. Die Eltern nicht ein Wort darüber verloren gehabt haben. Und wenn sie was wissen wollten, dann sagten die Eltern, ach, weißt du, darüber wollen wir gar nicht mehr reden. Und das ist heute noch eine ganz schlimme Sache, dass das passiert ist. Mhm. Aber so sind die Menschen. Aber meine Menschen, die haben von Antisemitismus überhaupt nichts gewusst. Die haben überhaupt, wenn ich ihnen nicht erzählt hätte, dass ich Jüdin bin, hätten sie es gar nicht gemerkt. Du warst in englischen Militärkreisen durch deinen Mann. Ich war eine große Exzentrikerin. Naja, ich meine auch, wo du verkehrt hast. Du hast mit deinem Mann aber meine Schüler waren Deutsche. War deutsche Jugend. Und eine die sozusagen Nachkriegsjugend war. Die und davon eine wunderbare Jugend. Und ich muss sagen, da war ich sehr gerührt und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das ist wirklich wahr.